Er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Wie viele Fischfässer brauchst du genau? Keine Ahnung. Eine Handvoll vielleicht. Gut. Ich denke, Eddie, der Fischer, wird genug für uns beide haben. Eddie? Hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an. Naja, er soll ja auch nur Fisch und keine wichtigeren Sachen liefern. Brauchst du eine spezielle Kanone? Wieso? Habe ich denn eine Wahl? Wilson, der Schmied, versteht was von seinem Handwerk. Ich denke, ich könnte was Besonderes für dich in Auftrag geben. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Na gut, die wird er uns liefern. Gute Arbeit. Du verstehst dein Handwerk ebenso, wie ich sehe. Die Wasserfässer sind unterwegs. Ah, sehr gut. Das war meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Nichts ist schlimmer als Durst auf hoher See und faules Wasser an Bord. Gute Arbeit. Lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Ja, man kommt viel herum und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Alles begann vor einigen Jahren auf einem Kahn der Inquisition. Ein ziemlich übel gelaunter Inquisitor namens Mendoza hatte damals das Sagen. Auf der Insel Faranga galt es, einen Titanen zurück in seinen Käfig zu sperren. So? Du warst also ein Protektor? Na, das war in einem früheren Leben. Die Zeiten haben sich etwas geändert, wie du siehst. So. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Auf den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Männer wie wir gehören auf die Planken eines Schiffes. Männer wie wir. Wie bist du zu deinem Schiff gekommen? Ich hab's mir verdient. Viele Kämpfe, viele Gegner. Am Ende war ich der Sieger und das Schiff war mein. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wie bist du mit Kapitän Stahlbart zurechtgekommen? Ich mochte ihn. Von ihm habe ich eine Menge lernen können. Er war stark. Der beste Pirat, den die Südsee jemals gesehen hat. Ein großer Verlust. Du hast da ein schweres Erbe angetreten, mein Freund. Ja, ich weiß. Was kannst du mir über Kapitän Garcia erzählen? Ein gieriger Mistkerl. Aber er ist gut. Er ist seinen Gegnern immer um eine Nasenlänge voraus. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er es eiskalt durch. Wir werden noch eine Menge Spaß mit ihm kriegen. Könnte sich Garcia aufhalten? Ich habe absolut keine Ahnung, mein Freund. Angeblich soll er in Caldera gesehen worden sein. Aber das stimmt? Weiß nicht. Wer weiß. Wir haben alles, was wir brauchen, um wieder in See zu stechen. Brillant. Schussausrüstung. Brillant. Steht unserer Reisemeister im Weg. Ich brenne darauf, dieses Nest so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Du musst mir nur sagen, wann es losgehen soll. Das will ich auch nicht machen. Aber was ist mit der Wilsons Pistole? Kann man sich entweder damit machen oder damit oder was? Oder wie meinen die das? Ich bin schon recht schnell. Ich will noch eine Runde. Ich versuche nochmal dann. Hey, das war doch. Das war auch. Ah. Aua, Scheiße. Vielleicht.
vielleicht ein anderes Mal. Ja, und dann 8 Mal, ne? Ist schon, ey. Brauch ich nicht. Für so ein Sieg. Oh. Zeig mir deine Pistole. Zeig. Also, ne? Ich würde die, doppelläufige Zwillinge wollte ich mir holen, oder? Ja, die Zwillinge nehme ich mir dann. 59 Gold, ach, da muss ich das kaufen. Ja, der Ring. So, die Zwillinge. Die Zwillinge. Die Zwillinge. Waffe weg. Scheiße. Spielstand laden. So, dann könnte es eigentlich schon losgehen, oder? So, gucken wir mal, was haben wir denn noch hier? Pirat! Krieg, hier ist er doch. Eines Tages werde ich auch ein Captain sein. Schön für dich. Irgendwann verrecken wir an Skorbut. Scheiße. Such dir jemand anderen zum Reden. Scheiße. Bist dumm, Alter. Wer rübst denn hier? Wer hat denn hier gerübst? Scheiße. Kennst du den schon? Moment mal. Du willst mir doch wohl keinen dämlichen Witz erzählen, oder? Nicht wirklich. Toll. Ich dachte schon. Ja, groß ist die Macht des Lebens. Im Becher ersaufen mehr Leute als im Meer. Eine Fläche ist aber ich kenne kein Rezept. Zeig mir den. Sieh dir alles genau an. Was Bobland für einen Blutdorn-Jade-Anhänger? Schmuck des Jägers? Sehnring, Geisterlitz, Rezepte der Angst. Danke. So, jetzt noch mal aber. Ich hab keinen Bock mehr auf Antigua. Hau mal ab hier. Kein Bock mehr. Scheiße. Der letzte Scheiß. Ja, genau. Scheiß Wesenspistole, ich nehm die einfach nicht. Ich hab keinen Bock mehr auf. Was kann ich denn hier klauen? Sieht er das?
Ne, der macht dir nichts aus. Cool. Ja, hier gibt's auch ja nichts. So, Slay. Wir können jetzt Antigua verlassen. Wir können jetzt Antigua verlassen. Dann schwing deinen Hintern rüber auf deinen Kahn. Sag deinem Steuermann, dass er dich auf der Insel der Diebe absetzen soll. Insel der Diebe? Ja. Du wirst alles verstehen, wenn wir dort sind. In Ordnung. Aber wehe, du bist nicht da. Keine Sorge. Ich werde da sein. Wir sehen uns auf der Insel der Diebe. Die Reise zur Insel der Diebe. Neuer Ort. Neuer Ort, neue Seele. Nein. Neue Ort, neue Leute zu kennen. Shaganombi. Shaganombi. Muss ich jetzt morgen ansagen? Jetzt eine schöne Buddel voll. Damit der da gehen kann. Morgen können wir einfach so ein. Nein, du musst auf dem Schiff. Aber wir dann wissen, dass es jetzt losgeht. Geht er jetzt raus? Aber wir dann wissen, wann es losgeht, Alter. Das wird nicht gezeigt. So, Patty, wir können jetzt abreisen. Oh, oh. Scheiße, wo ist die denn? Ach, da oben. Stimmt ja. Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Du machst dich. Slane will mich auf der Insel der Diebe treffen. Insel der Diebe? Kenne ich. Zumindest weiß ich, wo sie ist. Aber über die Insel selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Kann spannend werden. Insel der Diebe, geil. So, dann speichere ich mal. Und es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So, dann wollen wir mal. Ne, das ist doch die, ja, genau. Was damit? Ne, gehen wir später hin. Und so gehen wir ein paar Tier vorbei. Mit Häusern zu Hyder Quarters. Hallo und herzlich willkommen in der Toten. Der Diebe, also. Oh, jo. Hier sieht's aber ganz schön dunkel aus. Hätten wir mal schlafen sollen, aber wir schlafen jetzt gleich auf unser Boot. Gucken, was jetzt passiert. Nix, keine Sequenz. Wo ist denn? Das ist die Insel der Diebe. Ah, hübsch. Slanes Schiff liegt da drüben vor Anker. Ich nehme an, er ist schon auf der Insel. Gut. Ich rudere hinüber. Sei brav. Ich bin bald wieder da. Ach, hau schon ab. Wie kann das so schnell sein? Komm mal mit Shani. Kamotao Kabuki Raka. Was ist los? Viele Reisen, lange Wege, viele Kämpfe, lange Gespräche, alles dauert viel zu lange. Wir haben unsere Aufgaben, die wollen alle erledigt werden. Wir verschwenden unsere Zeit. Locker bleiben, Prinzessin, alles. Locker bleiben, Prinzessin, alles zu seiner Zeit. Wir werden Mara noch früher als dir lieb ist gegenüberstehen. Ich will jetzt kämpfen. Yala, yala. Du wirst deinen Kampf bekommen. Aber es wird noch etwas dauern. Egal, ob du hier herumwetterst oder nicht. Kamotao Kabuki Raka. Yala, yala. Was? Schluss jetzt. Okay. Was ist dein Problem? Ich bin die Tochter des Barkir. Ich bin es gewohnt, Befehle zu erteilen, nicht sie auszuführen. Na schön. Oh, ganz alter. Ich brauche dich als starke Waffengefährtin. Ohne dich bin ich nur halb so stark, richtig? Chi. Wir wollen doch die Welt retten, oder? Chi. Dann führe auch meine Befehle aus, okay? Chi. Gut, und jetzt wieder an die Arbeit. Wir reden später nochmal darüber. Okay. Soll ich mal abregen, Alter? So, schlaf mal bis zum Morgen.
Hawkins, was sagt der eine Station? Den habe ich gar nicht mal lang gesehen. Jetzt ist da so ein alter Opa. Ja. Hallo. Na, alter Opa, was machst du denn noch? Ich muss sagen, ich habe schon auf schlimmeren Schiffen angeheuert. Okay, und das heißt? Ich sag mal so. Wenn ich in jeder Holzsacke der faule Gestank der Inquisition stecken würde, wäre es ein verdammt guter Kang, Sir. Gut, dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Aye, aye, Captain. Okay. Jetzt. Ah, das ist wohl der Boot. Ach, da ist er doch schon. So, mein Freund. Da sind wir. Nette Gegend. Ja, eine niedliche kleine Insel am Rande der Zivilisation. Bist du schon oft hier gewesen? Selten. Nur wenn ich etwas in mein Versteck bringen wollte. Gibt's hier keine Menschen? Höchstens ein paar Gnome. Ansonsten ist die Insel meines Wissens nach gänzlich unbewohnt. Gnome? Gnome? Ja. Irgendwo im Norden habe ich mal eine Handvoll von ihnen gesehen. Ich glaube nicht, dass sie sich bis hierher vorwagen würden. Die kleinen Biester sind sehr schreckhaft und diese Gegend hier ist ziemlich gefährlich. Sind die also von Wizen 1 wieder gekommen oder was? Die Gnome, die ich kenne, waren alles andere als schreckhaft. So? Ich kenne sie nur als feige Diebe, die beim ersten Kanonenschlag die Flucht ergreifen. Doch, eine schon. Aber ich glaube, wir haben Besseres zu tun, als über Gnome zu diskutieren. Sind immer so dieberisch gewesen. Hast du keine Angst, dass jemand deinen Schatz hebt? Wenn das Versteck gut genug ist, findet es auch niemand. Dumm ist nur derjenige, der es jemand anderem verrät. Du verrätst mir doch gerade dein Versteck. Ja, aber wir sind hier und nicht auf Antigua. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir erstmal da waren, ist es kein Versteck mehr und ich werde mir einfach ein neues suchen. Ob Mara ahnt, was wir vorhaben? Wer weiß das schon. Wir sollten uns besser beeilen, bevor sie uns entdeckt und uns ihrer Monster auf den Hals setzt. Okay, kommen wir zur Sache. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Wo ist dein Versteck? Wir müssen ein bisschen dem Strand hier folgen und dann weiter ins Inland gehen. Ich gehe vor und du folgst mir. Doch vorher solltest du deine Ausrüstung kontrollieren. Die Biester auf dieser Insel sind gefährlich. Schatzhöhle, ne? Oh, allein höre ich ja nicht gehen. Scheiße.